Leute, das drittletzte Rennen der Saison steht an und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennwochenende und das findet in Mexiko statt. Ja, das vorletzte Rennen der Saison. Wie gesagt, nächste Woche noch Brasilien in Abu Dhabi und dann sind wir durch mit der MyTeam-Karriere und dann machen wir eine kurze Fahrerkarriere und dann sind wir mit F1 2020 komplett durch und gehen dann quasi so ein bisschen in Richtung F1 22. Und ihr seht gerade, ich habe ein neues Auto, also das heißt ein neues lackiertes Auto. Herzlich willkommen mit dem Aston Martin. Also wie gesagt, ich habe das Auto so ein bisschen umgebaut und alles drum und dran. Und ja, pinke Streifen drauf und so. Es ist zwar nicht original wie der Originalwagen, aber es ist nun einfach mal jetzt so, wie es ist. Ich habe jetzt den Board erstmal ein bisschen eingestampft, habe das neue Auto jetzt genommen. Und gucken wir einfach mal, wie es reingeht, wie wir reinkommen. So, ich gebe auch jetzt Reifenauswahl. Ich will die weichere Mischung fahren. Und wir sind ja schon in Richtung Rennwochenende, also da bin ich ein bisschen zu schnell gewesen mit dem Dings. Und ja, ich kann nichts weiter machen, außer heute jetzt mit euch ins Rennwochenende gehen, ins kommende. Naja. Ja, wir sind in Mexiko zu Gast, einer der höchstgelegenen Strecken überhaupt im Rennkalender. Und ja. Naja. Dauert jetzt ein kleiner Moment, bis hier sich das zurechtgeladen hat. Genau, da sind wir. Und es bleibt trocken. Kommt wieder ein Wochenende. Sehr gut. Immer gute, wichtige Informationen. Wettervorhersage ist immer schön. So, habe ich jetzt irgendwas, was ich übersehen habe? Also 30, 38, 20. Ja, das kriegen wir hin. Sind jetzt in nur drei Rennen. Dann müssen wir wahrscheinlich sogar in Abu Dhabi. Aber das ist egal. Wäre egal. So, gehen wir rein. Das erste freie Training hier in diesem neuen Gewand. Ich habe jetzt tatsächlich nicht geguckt, ob die Teamshots richtig sind, original sind. Aber sehen wir gleich in der Box. So, heute ist Freitag und es ist wieder freie Trainingzeit. So, ah ja, tatsächlich sind sie original, sind sie übernommen. Gut, gut, gehen wir mal rein ins Ding. Das erste freie Training. Wir sind wie gesagt in Mexiko zu Gast. Ich gucke mal, ob ich ein Setup für die Strecke habe. Habe ich natürlich auch. Nach dem siebten Platz in diesem, ja, quasi mehr oder weniger verkorksten Grand Prix von den USA auf einer Strecke, die mir ja überhaupt nicht liegt. Ich hatte es ja hinlänglich schon gesagt. Okay, naja. Ich will doch schon mal da, dass das Auto jetzt in grün unterwegs ist. So, schauen wir mal. Ich habe das heute umlackiert, quasi nach dem letzten Grand Prix, der nämlich ja in den Dings sogar waren. Wo die USA zu Gast waren. Dieser siebte Platz war sehr, sehr viel wert. Schauen wir mal, was heute dieses Rennen noch hier mitnehmen können. Naja. Das ist quasi ungewohnte neue Lackierung, klar. Die Strecke ist immer relativ kurz, also die wird ein relativ kurzes Wochenende werden. Aber wir nehmen es einfach mit.
Ach, Lenkrad, gehst du mir jetzt ernsthaft aus? Mein Lenkrad ist mir ausgegangen. Ich muss mal kurz mein Lenkrad durchstarten. So, da bin ich wieder. Das Problem ist natürlich, dass die Runde damit am Arsch ist. Aber wir versuchen es einfach trotzdem hinzukriegen. Ja, es ist doch schon ein bisschen älter, das ist halt einfach so. Da kann ich auch durchaus ein bisschen was mitkriegen. Also drei Runden werden wir sowieso jetzt fahren erstmal. Auf den. Ne, hier ist ein bisschen weit rausgekommen. Also Wunderdinge brauchen wir hier gar nicht zu erwarten. Denke ich mal nicht. USA war auch viel Glück dabei, weil der Start relativ gut lief. Mit diesem 15. Platz und dann halt relativ schnell vorne waren. Aber wird nicht einfach werden jetzt hier. Naja, wir nehmen es einfach mit. Und hoffen, dass wir hier mal dicke Punkte bekommen. Die Weltmeisterschaft ist sowieso nicht mehr drin. Deswegen können wir natürlich befreit aufhalten und versuchen, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Vielleicht hier diesen vierten Platz mit nach Hause zu nehmen am Ende. So, erste schnelle Runde Zeit 21,2, aber die ist natürlich nicht gut. Jetzt versuche ich nochmal eine richtige zu fahren. There's three laps of fuel remaining. Naja, Sektorenbestzeit. Er war auch nicht ideal dadurch. Naja, ein bisschen zu früh. Bestzeit jetzt gerade Valtteri Bottas. Bist du schon so früh raus ist? Und der gefahren hat 18,6, 1,4. Vielleicht kriege ich sie mitgezaubert, die Runde, aber ich glaube, das wird eng werden. Halbe Sekunde. Ja gut, Bottas ist der aktuelle Weltmeister. So komisch, es klingt. So, haben wir was gedrückt bekommen. 0,436 Sekunden. Das ist jeder der. Oh, einer der letzten Versuche. Und wieder diese Ecke hier, die mir die Runde kostet. Oder die Zeit kostet. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Es wird auf jeden Fall eine neue Bestzeit werden.
So, mal gucken, ob ich jetzt durch die Ecke da durchkomme. Deutlich besser als vorher. Aber trotzdem haben wir verloren. Nochmal ein Teil. Besser als erster Sektor. Zweiter Sektor war ganz schön verloren. So, es geht an der Wettbewerb. Wir führen momentan vor Bottas und Perez. So, das ist Alexander Albon. Wir müssen jetzt zurück in die Box schleichen mit dem Auto, weil Benzin ist ja aus. Nee. So, lass ich den mal kurz hier ziehen. Das ist ein Racing Point. Das ist ein Racing Point? Nee, ja doch, es ist Perez, genau. Der Racing Point, der quasi mit dem neuen Spiel zu diesem Team, was wir gerade fahren, oder mit dem neuen Auto wird, so erst mal drin. Das könnte Mick, ne, das ist ein blauer Punkt, das ist ein Alpha Tauri. Gar nicht wahr, es ist kein Alpha Tauri, das ist Mick. Das ist unser Teamkollege. Na, ja, dauert gerade einen Moment, bis ich zurück in die Box gehe. Dann sind wir nämlich auch durch mit dem Freitreten. Also, momentan erster und mal gucken, ob es so bleibt, ob wir auch nochmal verdrängen werden. Oder ob wir hier ein gutes Ergebnis rausholen. Wir brauchen ja noch ein paar Pünktchen, um wirklich diesen Platz zu machen. So, in der Box ist natürlich 80. So, gut. Dann beschleunigen wir die Zeit und machen Feierabend für heute. Und da knapp ist es auf jeden Fall. Aber ein gutes Ergebnis definitiv vom Team hier. Oh, ich habe gar kein Setup drin, ne? Fällt mir gerade auf, oder? Kann das sein? Doch, ich habe, klar, ich habe es ja ausgewählt. Da habe ich ein Setup drin, genau. Also, Science jetzt vorne. Das ist gar nicht so, eigentlich gar nicht so so gut, weil wie gesagt, es geht ja für ihn auch noch so ein bisschen um einige gute Plätze. Mit dem fighten wir ja auch noch um Platz 7. Nämlich aktuell 12 Punkte vor uns, hinter uns. Ja, Platz 4, Entschuldigung. Ja. Aber es reicht, wir sind Dritter. In diesem Auftakt hier in Mexiko.
Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Sainz und Richards. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Also, jedenfalls sind wir mit vorne dabei. So ein Teamkollege, gut, der fährt doch 21-3, der ist aber ganz, ganz hinten am Ende des Feldes. Aber ich sag nochmal, der FRS hat die harte Mischung gewählt. Genauso wie auch der erste Sebastian Vettel, der auf Platz 14 liegt, der erste mit hart. Ich denke, die harten Reifen werden für uns keine Option sein in diesem Grand Prix. Also erstes Training ist durch, wir sind Dritter und da bin ich sehr zufrieden mit und ja. So, und weiter geht's mit Training Nummer 2. So, dann fahren wir wieder raus. Na, ich habe auch wieder auf Medium. Okay, das ist aber nicht schlimm. So, hier wird es wieder 5 Ründchen. Ich hätte hier auch einfach auf X drücken können. So. Bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zu weit rausräubern. Kurve, die ist nicht ganz einfach zu fahren, also die ganze Ecke hier. So, diesmal nehmen wir ein bisschen was früher schon. Ein bisschen DRS und Benzin und RS dazu. Ja, schon das erste Auto auf der Strecke. So, jetzt weiß gar nicht, ob es mich ist. Ne, ist ein roter Punkt. Könnte einer der Alfa Romeo sein. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, erster Sektor schon mal gut. Das ist Giovinazzi übrigens für uns. Also doch einer der beiden Alfa Romeo. Und das ist das Problem, die Strecke ist nicht so einfach zu überholen. Ja, leichter Rutscher drin gehabt. Bisschen zu sehr über die Curves. Brasilien nächste Woche könnte übrigens wieder so ein Rennen werden, wo es durchaus regnet. Wo es regnen könnte. Abu Dhabi glaube ich eher nicht dran. Aber kann ja auch alles passieren noch. So, ich versuche natürlich jetzt ein bisschen. Ah, der nimmt mir natürlich jetzt richtig Zeit weg. ...18,9, ja, halbe Sekunde Minimum. Aber ich bin im 18,4 gefahren.
Ja, der kommt so eine schöne Runde, ne? Natürlich klar, dass der uns jetzt nicht vorbeiwinken wird, vorbeilassen wird. So, jetzt ziehe ich mich aber mal da vorbei. Ja, es gab eine Berührung, aber ich muss jetzt auch mal irgendwann vorbei und meine Runde fahren. Erster Sektor natürlich violett, aber das ist jetzt kein Grundstück. Jetzt haue ich mich einfach mal vor. There's three laps of fuel remaining. Nehmen wir so ein bisschen Zeit mit. Also, Führer der momentan von Antonio Giovinazzi. Wir sind auch momentan die einzigen beiden Autos. Dritter Platz im ersten freien Training. War auch schon sehr, sehr gut. So, jetzt ein bisschen die Zeit sollte jetzt besser werden, weil wir eben ein bisschen Verkehr auf der Strecke hatten. Ups, ein bisschen weit rausgekommen. This lap, please. Box this lap. So, der zweite, der sich jetzt dazwischen schiebt, ist schon alle klar. Und eine neue Bestzeit hat 18,8, also eine 100. mal geholt. Within two laps. Die Knaben waren nur noch ein bisschen weiter am Vorsprung. Jetzt noch wieder der erste Sektor violett. Schön den Schwung hier mitnehmen. Keine absolute. Die nächste Strecke wird übrigens auch wieder so kurz. Wir haben wieder 18 Runden im Rennen am Sonntag. Und das wird eine neue Bestzeit werden. 1,18,5. Wobei gerade Lando Norris, aber der fährt auf Soft. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen was runtergehen vom Gas, weil ich aufpassen muss, weil wir haben 0,09, jetzt 0,008 an Sprit. Aber Lando Norris, wie gesagt, der Führende momentan auf fährt natürlich auf Rot schneller als wir. Ja, jetzt wird auch das verspannen. Also, wir sind durch mit dem freien Training. Nein, die Handschuhe sind übrigens nicht schwarz-lila, sondern dunkelgrün-lila. Jetzt sieht man es besser, wenn die Sonne drauf scheint. Passend zum Auto. Hinter mir kommt noch McLaren, den ziehe ich, den Renault. Den lasse ich vorbei, ist Ricciardo. Momentan siebter. Also, wir führen also momentan, also zweiter momentan hinter Lando Norris, aber... Oh, King!
Ebenfalls auf Soft knackt sich Sainz und Leclerc. Der Williams. Come in this lap, please. Box ja, ja. This lap. Übrigens, das 21er Formel 1 ist schon vorbestellt, nur so nebenbei. So, lass mal kurz mal das Auto entziehen. Es ist Carlos Sainz, der momentan Vierter ist, 12 jetzt hinter uns. Für den, mit dem geht es so ein bisschen nur um ein Duell um den letzten beiden Rennen. So, ja, wir sind durch. So. Gehen wir rein, gehen wir rüber ins freie Training. Ja, Quatsch. Oh, jetzt geht's rutscht schon ein bisschen. Ja gut, aber die fahren jetzt alle auf Soft da vorne, ne? Mal abgesehen davon. Es ist jetzt nicht kein Kunststück, dass jetzt alle auf Soft schnellere Zeiten machen als wir. Trotzdem sind wir noch im ersten Abschnitt sogar noch die Besten, mit einer halben Sekunde Vorsprung vor Valtteri Bottas. Aber dann aber, ja, es ist im zweiten Sektor. Da ist viel, zweiter, dritter Sektor, da war ich viel verloren. So, Lewis Hamilton auf 5, jetzt ebenfalls auf Soft, eine halbe Sekunde vor, auf Medium. Eine halbe Sekunde vor uns und eine halbe Sekunde Lewis hinter Lewis Hamilton. Wäre ich super zufrieden mit, definitiv. So. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten an. Bottas, Albon und Lando Norris. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So, ja, das ist soweit okay. So, dann haben wir nur noch das dritte Freitraining gleich. So, okay. Gehen wir rein ins dritte Freitraining. Los geht's. Dann haben wir nämlich den Freitag auch schon mal weg und abgearbeitet. Fehlt halt nur noch das Samstag das Rennen. Nein, Samstag das Rennen. Quatsch. Natürlich Samstag das Qualifying und Sonntag das Rennen. So rum ist es richtig. So, und jetzt fahren wir nämlich auf Soft. Ja. So, fahren wir raus. Ich hoffe, so viel werden wir heute auch nicht fahren. So, mal gucken, wie weit wir heute mit den Soft da vorne kommen. Jemals
Einige waren deutlich schneller als sie. Wir haben eine 1,5 Sekunde hinter Lewis Hamilton, bin ich sehr zufrieden mit. Das wäre, nachdem wir in die Abstände sind, ein gutes Ergebnis. So, wundere mich, warum da vorne irgendwie ein blauer Fleck ist, aber es ist grün. Irgendwie ist das mit der Spiegel und dem Himmel da ein bisschen komisch. Naja, ist gut. Aber ich glaube, das einfach die Farbtöne sind von dem Auto. Ja, wie gesagt, mal gucken, was wir nächste Saison für ein Team nehmen. Ob wir dann jetzt Martin nehmen, ob wir dann Alpha Tauri nehmen. Soweit ich das gerade schon ein bisschen abgeklärt habe, haben wir tatsächlich die Möglichkeit, mit dem Sukramados, mit dem Markus, ein Abonnent von mir, und den ja auch wahrscheinlich aus einer Liga kennt, auch aus GTA kennt, wahrscheinlich eine Koop-Karriere zu starten, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ist es ja in der 2021 dann möglich. Und da freue ich mich auch drüber. Wenn er dann hoffentlich mit dabei ist. Und ich hoffe, dass das so möglich ist wie eine Entwicklung. Mit Entwicklung und alles, und mit Fahrerwechsel und. Also das volle Programm. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir es schaffen. Was denke ich? Dann müssen wir gucken. Dann wird es wahrscheinlich im nächsten Saison, kein MyTeam geben. Gucken. Vielleicht machen wir noch ein bisschen was. Machen wir zweimal vom letzten. Ich weiß es doch nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht machen wir sogar MyTeam und. Aber naja, gucken wir einfach mal, was so erwarten. Vielleicht ist auch der MyTeam-Modus tatsächlich so ein bisschen im Koop-Modus. Das wäre auch eine Variante. Also dann sagen wir, wir können echt noch ein MyTeam-Auto und machen da unsere Koop-Karriere. Mal gucken. So. Erste Zeit, die wir schon mal gesetzt haben, eine 1:17.472. Mal gucken, was die bringen. Aber da muss noch mal was kommen. Und die ist überhaupt eine Sekunde schon mal schneller als alle anderen. Und das heißt, es wird noch 200-300 empfehlen, um theoretisch Bestzeit zu fahren. Das ist, wenn die anderen noch soft sind, ne? Theoretisch sind wir hier mit dabei vorne bei der Geschichte. Erster Sektor verkackt schon mal. There's 3 laps of fuel remaining. Ja, das wird nichts werden. Da müsste jetzt nochmal dick gezaubert werden im letzten Sektor. Sollte das hier nochmal eine Bestzeit werden? Nein, das wird keine. Dritter Sektor hätte noch sogar eine Bestzeit. Gesamt aber nicht. Also, momentan zweiter ist Latifi, der sich jetzt hinten anhängt. Ja, das ist halt Latifi vor uns, so wie ich das jetzt gerade sehe. Knapp, aber wir haben nochmal 9 Vorsprung. Und jetzt ist doch Con zweiter. Fahrer hinter mir.
Say again, you're breaking up. Ah, die Höhenluft. Ocon is behind you. Their best lap time is a 1 minute 18.4. Halt 18.4, wenn sie wissen. Also eine Sekunde vor Esteban Ocon. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden, wenn das wirklich so mitnehmen, wenn wir das an den Samstagmorgen mitnehmen können. Latifi, ja, momentan auf Platz 4. You're nearly out of fuel, almost out of fuel. You need to pit within the next 2 laps. Ja, das war ich. Das war mein Frontflügel. Dann heißt es Feierabend dann. Weil dann bringt es heute nicht mehr rauszukommen. Wir nehmen es einfach noch mit. Fahren jetzt etwas kürzeres, zweites, drittes Freitraining. You might want to run a lower fuel mixture whilst we're in practice. Save the engine for qualifying in the race. So. Car repairs have set us back a little. Ja gut, klar, die Reparaturzeit. Aber wir sind eh durch, wie gesagt, für heute. Ja, knapp vor Sebastian Vettel. Also, ja, der ist dran an uns. Ich denke nicht, dass wir die schnellste Zeit fahren bekommen. Die wird nämlich jetzt gerade gebügelt von Valtteri Bottas. Aber wie gesagt, da wird, an die Mercedes wird wahrscheinlich sehr schwer sein. Also, die Spitten. Wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Also wir sind dran in den Top 10 oder drin in den Top 10. Und mal gucken, wie das Rennen am Ende wird. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Richards und Sebastian Vettel. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So. Ja, wie gesagt, ist ein Top-Ergebnis, muss ich sagen. Also, gut, Vettel ist auf Medium sogar gefahren. Ja, stimmt, der ist im zweiten Freitraining auf Soft gefahren. Aber gut, wie gesagt, okay, alles gut, top. Happy. Definitiv sehr, sehr zufrieden. Mal gucken. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir das am Samstag auch mitnehmen können. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Und genauso. Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? Durch die Tests natürlich. Können wir uns was fahren. War das heute ein guter Tag für Sie? Ich bin mehr zufrieden, also das muss man auf jeden Fall sagen. Was ist das Geheimnis Ihrer heutigen Leistung? So. Klasse, das war dann alles. So. Da sehen wir unsere Rennanzüge mal in einem kompletten Rutsch. Klar, wieder nicht Originalteam, es ist klar, aber. Ne? Unser British Racing Green, unser Pink mit drin.
gucken wir mal. So, dann sind wir durch für heute, für diesen Freitag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's auf jeden Fall auch mit dem Qualifying weiter. Dann sind das nochmal gute 20 Minütchen, die wir dann haben. Ja, dann schauen wir mal, was der Samstag so bringt. Und dann natürlich auch der Sonntag am übermorgen. Und ich freue mich wieder, wenn ihr mit einschalten würdet. Wir gucken kurz in die Nachrichten rein. Und entwickeln können wir auch mal kurz eben, weil wir müssen ja. Was hältst du hiervon? Oh, da ist irgendwas fehlgeschlagen da unten. Das ist aber. Not so gut. So, dann tun wir das mal rein. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Ja, dann tun wir das auch rein. Genau. Und dann haben wir noch 6 Punkte. Aber egal, wie immer sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da freue ich mich, wenn ihr wieder dabei sein würde bei Let's Play F1 2020 mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Mexiko. Bis dahin und tschüss.